Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier mit mir ist die kleine Suki, 12 Monate mittlerweile. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein neues Video für euch. Es geht um das Thema Leinenführigkeit, ein großes Thema in der Hundewelt. Wie du es von meinen Videos vielleicht schon gewohnt bist, es soll kein belehrendes Video sein, wie was zu tun ist, aber es ist als Inspiration für dich gedacht, Erweiterung deines Horizonts. Und wenn dich das Thema Leinenführigkeit interessiert, unseren Zugang dazu erklären wir dir jetzt. Viel Spaß dabei! Guten Morgen! Vorstellen kann, wie das bei mir so ausschaut, das Training an der Leinenführung, erzähle ich es einfach mal ganz kurz. Vorab, mir ist wichtig, dass ich nicht immer, wenn der Hund an der Leine ist, im Trainingsmodus bin. Ich habe einen jungen Hund, also ich liest teilweise Sachen, dass Leute mit Welpen beginnen, Leinenführung zu trainieren, dass sie einen Border Collie haben, der ist 5 Monate alt und sie verzweifeln an der Leinenführigkeit, weil der Hund die ganze Zeit zieht. Ich denke mir, das ist ein junger Hund, der muss erwachsen werden, der muss die Welt erkunden, der muss das Leben einmal kennenlernen, der hat Impulse, Gerüche und das ist so aufregend. Und wenn ich dann mit meiner Leine da bin und ihm Kommandos gebe, die er gar nicht verstehen kann, dann endet das irgendwann im Frust. Und deswegen habe ich für mich so 2 eigene Modi definiert. Und das ist zum einen der Nicht-Trainingsmodus, das heißt Nicht-Training an der Leinenführung, Nicht-Training an der Führung des Hundes an lockerer Leine. Und der zweite Modus, das ist der Modus, wo ich ganz bewusst in das Trainieren, in das Üben der Leinenführung gehe. Der Hund kann das jetzt aber so nicht verstehen. Wann ist der Haro im Leinenführungsmodus, wo er trainiert und wann nicht? Ja? Und deswegen eine kleine Hilfestellung für den Hund. Sie kriegt von mir immer ein Brustgeschirr um. Und wenn ich jetzt ganz normal losgehe, ohne dass ich im Modus des Trainings bin, dann kommt sie nur mit dem Karabiner an das Brustgeschirr. Ja? Das geht teilweise schon sehr gut und vielleicht geht es auch bei vielen Hunden automatisch ganz gut, dass sich der Hund am Führer orientiert ein bisschen. Aber viele Hunde, die gehen dann halt in den Zug und ich mache mir da keinen Stress daraus. Ja, also für mich ist wichtig, dass ich stressfrei mit meinem Hund Zeit verbringe. Ja? Und gerade diese Zeit, wo er erwachsen wird, ist ganz wichtig. Und deswegen, das ist der Modus, wenn er sehr aufgeregt ist, dann sind wir so unterwegs. Und dann gehe ich in mich und definiere für mich, so, jetzt gehen wir ins Üben. Und wenn es ins Üben geht, dann muss ich konsequent sein. Das heißt, ich muss eine Trainingsmethode wählen, die ich konsequent verfolge. Das heißt, da sind Regeln drinnen. Und das zweite, ganz, ganz wichtige ist, das mache ich nicht, wenn ich einen Weg von A nach B zurücklegen muss und in einer gewissen Zeit dann dort sein muss. Ja. Ich brauche dafür Zeit. Und deswegen definiere ich diesen zweiten Modus, jetzt gehen wir ins Training. Und damit der Hund es auch lernt, ja, einen Unterschied, wie sich jetzt der Haro ihm gegenüber verhält,
kriegt die Suki von mir das Halsband um und Suki, komm her mal, komm. Ja, Nick auch. So, komm Suki, wir müssen was zeigen. Komm her zu mir. Komm. So, also, wir zeigen jetzt, wie wir der Suki das Brustgeschirr umlegen und sie eben in den Trainingsmodus bringen. Das heißt, das habe ich schon erklärt, ich hänge sie hier an und lege ihr dann, in meinem Fall ist es kein Halsband, sondern die Schleife, die Schlaufe von der Leine. Da ist wichtig zu sagen, die wirkt nicht, die kann sich nicht zusammenziehen. Und jetzt ist sie im Trainingsmodus für das Training lockere Leine. Ja, die Suki, die ist jetzt da wieder entlassen worden. Es ist einfach zu warm hier in der Sonne. Was ich noch sagen wollte ist, es gibt dann im Training auch für mich ein paar Regeln. Und das ist, wenn es nicht funktioniert, das Training, dann breche ich es ab und vermeide jeden Frust bei mir und beim Hund. Mir läuft nichts davon. Ja? Das heißt, der Hund, der wird erst ein gesetzter Hund werden mit einem Jahr, mit eineinhalb Jahren. Da wird sich noch viel verändern. Da kommt diese Junghundezeit, die Pubertät kommt, da verändert sich noch einmal alles. Und deswegen, mir läuft nichts davon. Ich arbeite Step by Step und ich brauche nicht das Endergebnis jetzt. Und deswegen abbrechen das Training, umhängen, wieder in den normalen Modus gehen und alles ist okay. Für wen trainiere ich? Ich trainiere nicht für den Fußgänger, der mir entgegenkommt, damit er sieht, wie toll ich meinen Hund führen kann. Auch nicht für den Jäger und nicht für den Bürgermeister, sondern ich trainiere für mich und meinen Hund. Ja? Und dann mag das vielleicht aussehen, wenn mein Hund da zieht und dem Haro ist das völlig wurscht scheinbar für den, der mir entgegenkommt, dass der Hund zieht. Dann mag das so aussehen, als ob der Hund nicht erzogen ist. Ja? Das ist mir aber völlig egal. Denn ich habe ein Ziel und das Ziel ist, wenn mein Hund ein erwachsener Hund ist, dass wir ganz entspannt, so wie ich es auch mit dem Nick mache, überall hingehen kann, ihn an die Leine nehmen kann, er mir folgt, die Leine locker ist und da bin ich mir fast hundertprozentig sicher, dass das jeder Border Collie, ja, jeder Hund, ja, lernen wird. Allgemein zur Leine, da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Menschen, der Jäger vor allem, die Einstellung haben, die Leine ist, dient zur Begrenzung vom Hund, dass er nirgendwo hinlaufen kann. Für mich ist die Leine, sie erfüllt diesen Zweck natürlich, aber für mich ist die Leine eine Sicherheitszone, die ich dem Hund biete. Und Sicherheitszone, damit meine ich, dass das Ziel wäre, wenn der Hund in einer Situation ist, wo er Angst hat, sich unwohl fühlt, ja, und ich ihn an die Leine hänge mit dem Halsband, dass er dann etwas mehr zur Ruhe kommt, mir vertraut und dass wir diese Situation gemeinsam meistern. Und das ist so dieser Mindset, was ist für mich die Leine? Und damit man das auch mit einem Junghund schon aufbauen kann, gehe ich ziemlich offen so durch die Welt mit meinem Hund und schaue, wo fühlt er sich unwohl und lege ihm dann das Halsband um und probiere ihn mit Futtergabe und Ruhe durch diese Situation zu bringen. Und ich glaube, ich fördere damit für die Zukunft genau diesen Gedanken der Sicherheitszone.
Darum geht's. Und dazu habe ich ein ganz gutes Beispiel. Da haben wir da im Ort bei uns eine Brücke. Vor dieser Brücke hatte die Suki immer ganz, ganz große Angst. Und es war nahezu nicht möglich, mit ihr diese Brücke zu passieren. Und ich habe das damals gefilmt, im Jänner 2022. Das zeige ich euch gleich. Und im Vergleich dazu, im Juni 2022, wo ich schon ein wenig mit ihr an der Leine geübt habe, mit dem Halsband, wie das jetzt ausschaut. Und das seht ihr jetzt. Jetzt über die Brücke gehen. Wir werden mal schauen, wie es funktioniert. Wir werden probieren, das ganz langsam zu machen, eben mit dem Halsband im Arbeitsmodus, und sie wird Leckerli bekommen, und in der Mitte von der Brücke werde ich noch mal kurz stehen bleiben. Komm, Mädchen! Habe ich so viel gequasselt über meine Philosophie, meine Theorie, und natürlich möchte ich euch jetzt das auch zeigen, wie ich es mit der Suki mache. Bin jetzt nicht im Trainingsmodus, habe einen leichten Zug auf der Leine. Ich habe es mir einfach gemacht und hänge sie mir einfach um und genieße die Natur. Der Suki ist ein bisschen warm heute, und wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in den Trainingsmodus, dann mache ich das eben wie vorhin erklärt. Ich mache das ganz ruhig, hänge die Suki um. Wenn sie jetzt ziemlich aufgedreht wäre, dann würde ich nicht sofort losstarten jetzt mit dem Ganzen. Dann würde ich sie mal ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, ein bisschen schmierdeln. Okay, Mädchen, und jetzt üben wir das einmal. Ich mache das nie mit meiner Top-Belohnung, mit diesem Zergelseil, mit diesem bekannten, sondern das mache ich mit Leckerli und mit Bestätigung durch Lob. Ja, ich mache es, wie gesagt, ganz ruhig. Zu Beginn, wenn der Hund das noch gar nicht kann, dann beginnt man eigentlich nur mal an der Aufmerksamkeit zu arbeiten. Und das schaut so aus, dass immer, wenn der Hund herschaut, jetzt hat sich das Leckerli schon gesehen, ist natürlich schlecht, immer wenn der Hund herschaut, dann kriegt er ein Leckerli, ja. Dann bewegen wir unsere Position vielleicht ein bisschen. Ja, super. Immer wenn sie herschaut, dann kriegt sie von mir Leckerli. Wir sind aber schon einen Schritt weiter. Das heißt, ich gehe schon mit ihr. Und ich mache es wirklich so, dass ich die Richtung ändere. Dass ich probiere, mit meinem Oberkörper zu arbeiten, damit der Hund mitbekommt, dass wir die Richtung wechseln. Genau, macht sie schön. Super Sug! Ich lobe sie und ich bestätige sie mit Leckerli. Und da gibt es einen Fehler, den man machen kann. Das ist, wenn der Hund in den Leinenzug geht. Ich rufe ihn zu mir zurück und gebe ihm dann ein Leckerli. Dann habe ich dem Hund gelernt, dass er zuerst in den Zug gehen muss, damit er, wenn er zurückkommt, von mir ein Leckerli bekommt. Das heißt, da nur verbal bestätigen und nicht mit der Futtergabe. Das heißt jetzt, Suki,
Super Mädchen, gebe ich ihr kein Leckerli. Komm Mädchen. Ja, und so mache ich das. Und ich habe jetzt eben keinen Weg. Ich muss jetzt nicht um 12 Uhr beim Mittagessen sein, sondern ich bin im Trainingsmodus, habe Spaß am Training mit der Sug und ich kümmere mich nur um die Leinenführung. Und sie macht das super. Sie macht das super, die Maus. Ja, so schaut das aus und wir gehen jetzt nach Haus. Für mich gibt es auch No-Gos beim Trainieren mit dem Hund, beim Trainieren der Leinenführigkeit mit dem Hund. Erstes absolutes No-Go ist das Verwenden eines Würgehalsbandes ohne Zugstopp. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass teilweise auch Hundeschulen sowas empfehlen und das dann noch dazu bei einem 6 Monate alten Border Collie oder Junghund. Absolutes No-Go, weder bei jungen Hund noch bei älterem Hund. Eine Würgeleine hat bei mir im Training überhaupt nichts verloren. Zweites No-Go, Training mit einer Flexileine. Also das sind diese Leinen, die eine Spule drinnen haben, die sich dann automatisch verlängern und wieder verkürzen und die man mit einem abrupten Ruck stoppen kann. Hat für mich in der Hundeführung selbst gar nichts verloren. Finde es aber okay, wenn es Leute einsetzen und auch gekonnt einsetzen. Bei der Leine, beim Training selbst, glaube ich, habe ich es noch nie gesehen, dass es jemand einsetzt, aber geht für mich überhaupt nicht. Und ein ganz wichtiges No-Go ist die Leinenaggression des Menschen. Damit ist gemeint, wenn man seine Impulse nicht mehr unter Kontrolle hat, ja, dann würde man am liebsten manchmal so richtig anzupfen bei der Leine. Und da müssen wir an uns arbeiten. Ich muss da an mir arbeiten. Ich tue es nicht, aber manchmal denke ich mir, jetzt würde ich am liebsten anzupfen. Und das ist die Leinenaggression des Menschen und die ist auch ein absolutes No-Go. Ja, und zum Abschluss vom Video der ultimative Tipp für die Leinenführigkeit. Hab Spaß daran, was du mit deinem Hund tust. Immer. Egal, ob du im Trainingsmodus bist oder nicht im Trainingsmodus bist. Das heißt, wenn du im Trainingsmodus keinen Spaß hast, dann wird das dein Hund merken. Ja? Du wirst verkrampfen, du wirst dich ärgern, du wirst deine Impulse unter Kontrolle haben müssen. Und das frustet dann einfach. Ja? Deswegen abbrechen und nicht trainieren und trotzdem Spaß haben. Das ist wichtig. Wieder zu Hause, Moment, Moment. So, komm, geht's rein. Geht's nur. Border Collie muss man immer gut wegsperren. Bis morgen.